So, wir kommen zum vierten Produkt, dem dritten Support-Produkt für die Ketone. Natürlich kannst du alles auch ohne die Ketone trinken, denn in unserem vierten sind sogar noch Ketone mit drin. Ja, es ist ja super, super spannend. Das habe ich so noch nie auf dem Markt irgendwo sonst gesehen. Noch nirgendwo. Man sucht sich dumm und dämlich, wenn es zum Beispiel ums Thema Eiweißpulver geht. Man hat minderwertige Süßstoffe drin, du hast kein gutes Verhältnis zwischen Fett und Protein. Zu viel Protein kann da eben kontraproduktiv sein. Allgemein Protein, das wusste ich auch nie als Trainer. Reines Protein schüttet auch Insulin aus und wenn Insulin hoch ist, geht die Ketose runter, also Fettverbrennung wenig. Vor allem Whey-Protein ist da ganz, ganz krass. Und deswegen halt auch spannend, als ich mich mehr mit Keto beschäftigt habe, dass du halt, wenn du Proteinshakes trinkst, eigentlich immer die auffetten musst mit zum Beispiel MCT-Öl. Und in dem Keto OS Pro ist ein gutes Eiweiß drin, die Bioverfügbarkeit ist hoch, also der Körper kann das gut aufnehmen, es ist MCT drin und es sind exogene Ketone drin. Und es ist gesüßt mit Stevia und Erythrit, das sind die zwei einzigen Süßstoffe, die deinen Blutzucker- und Insulinspiegel auch überhaupt nicht ansteigen lassen. Im Vergleich zu anderen Eiweißpulvern, wo man oft dann auch teilweise sowas wie Maltodextrin oder gar irgendwelche richtigen Zuckersachen findet, wie Honig oder auch Zucker in der reinen Form, also da muss ich sagen, es ist wirklich genial, weil du hast tolle Süßungsmittel, du hast ein tolles Fett-Eiweiß-Verhältnis, was dir auch wirklich hilft, in der Ketose zu bleiben und in der Fettverbrennung zu bleiben. Und du hast die exogenen Ketone, die dich zusätzlich noch in Ketose bringen. Ja, also halt, wann macht es Sinn, es zu trinken? Vor dem Sport, nach dem Sport, als Mahlzeitersatz oder wenn du einfach nicht zum Kochen kommst. Das ist so ein Ding. Allgemein super lecker auch am Abend vorm Schlafen gehen. Du kriegst ein bisschen MCT-Proteine für die Regeneration mit dazu. Im Prinzip macht es immer Sinn. Also für mich ist es einfach ein riesen Game-Changer, weil ich schon immer Proteine, Eiweißquellen für mich genutzt habe, auch Pulver. Nur ist es gar nicht so einfach, ein richtig gutes Pulver zu bekommen. Vor allem, wenn du den Keto-Lifestyle wählst, eigentlich immer kompliziert. Genau. Und es kommt in zwei Geschmacksrichtungen gleich raus. Einmal Dark Chocolate, also dunkle Schokolade, super, super lecker. Auch richtig lecker in Süßspeisen oder zum Backen oder für Pancakes. Und Birthday Cake, das ist Geburtstagskuchen, das schmeckt ein bisschen wie so ein Vanillemuffin. Super lecker auch morgens in deinem Quark, im Müsli. Im Granola-Keto-Müsli. Ja, oder halt einfach auch so, wenn man Lust auf was Süßes hat, weil dann hast du wirklich alles, was du brauchst. Und Heißhunger kommt auch gar nicht erst auf. Prima. Viel Spaß damit!